Sanuki, hast du alles? Auf zur Schule. So, ich bin zu Hause wieder. Jetzt schau ich mal. Jetzt fahre ich Marlies wahrscheinlich mit den Kindern erstmal zur Kita und dann Marlies zum Arzt. Weil die soll nicht weiter. Die muss unbedingt zum Arzt. Wird ja auch nicht besser. Zwei Tage im Bett liegen, die kann nachts nicht schlafen, heult, hat Schmerzen. Kindersitz holen, Kinder holen, Marlies holen. Losfahren. Mama, so, kann ich so dick bist du doch ja nicht. Ja, jetzt aber. Papa spielt, weil da so eine Schraubenschlüssel drauf ist. Ach so. Papa, Kamera. Kamera und Schraubenschlüssel, jetzt sind meine Dinger. Hey. Und bei mir schminke. Da schminke ich mich überhaupt gar nicht. Ich hab. Da, ist deins. Ja, ist deins. Oh Gott, ey, jetzt hab ich. Das sind in meinem Wappen, Kamera und Schraubenschlüssel. Jetzt hab ich Schlüssel und jetzt haben wir Stifte vergessen. Nein. Jetzt zum Arzt. Bist du eingeschaltet? Ja, das haben wir aber keinen Parkplatz kriegen. Wahrscheinlich. Ich muss mal gucken. Das muss so höher MacPaper sein, also nicht so weit. Wie nicht so weit von uns, meinst du? Also von jetzt von hier. Ja, ich finde, hier sind alle Kinder nicht so weit voneinander entfernt. Och, wie ist es schlecht. Wie schlecht. Ich bin noch nicht mal losgefahren, aber wir können sie nicht liegen. Nee, du kotzt mir ins Auto. Diese widerlich. Ne? Ach, deswegen kamst du an wegen Bettdecke. Das habe ich dir doch gesagt, ich habe gebrochen. Ja, du hast gebrochen, aber nicht, dass du die Bettdecke voll gekotzt hast. Na, was sollte ich denn machen? Na, Kinder. Ahnung, vielleicht auf Toilette gehen? Ging nicht mehr. Ich habe mich hingelegt und dann musste ich brechen. Schön, du hast mit dem Kopf in der Pfütze gelegen. Ich hatte so einen Durst und hab was getrunken. Ja. Und dann habe ich mich hingelegt und dann kam es gleich Bier. Wieder raus. Wieder ein Bier gesoffen. Ich brauchte irgendwas zur Abkühlung. Bringt überhaupt nichts, um was zu sich zu nehmen. Na, habt ihr ein Eis angeboten? Das wollte ich ja nicht. Ja, dafür kann ich gar nicht. Was ist mit? Passiert da drin? Ja, aber. Weiß ich nicht. Soll ich dazwischen? Ja, gucken wir da raus. Was ist das? Ja. Ja, einfach. Ist das? Kommen sie raus und werden sie wundern. Hoffen wir mal, dass das jetzt viel besser geht. Muss das in den nächsten 48 Stunden viel besser sein? Zwei Tage. Na gut, wir fahren mal zu Lidl oder was erstmal. Ja, ich. Mach mal das auch. Ich will das auch nicht so schnell. Jetzt hör auf hier. Ja, okay. Hörst du auf? Ich krieg keine Luft. Na ja, gut, das liegt an dem ganzen Fett, was du mit dir rumschleppst. Ja. Genau. Nein, natürlich nicht. 80%? Wo sind da die Knochen? Was ist das? 10% Knochen, 10% Baby. 10% Baby, so groß wie deine Knochen? Ja, auch nicht schlecht. Ein Monster, total fertig. Brauchst du nicht mehr machen. Auf zu Lidl einkaufen. Jetzt hustet sie hier drin noch alles voll, ich lüfte. Mein Bakterienmonster. Ja. Ja. Einkauf so erledigt, kann jetzt dem. Muss ich mein Rezept irgendwo einlösen? Ja. Ach, jetzt Rezept? Ja, gut. Oder du gehst später für mich ein. Nö, das mache ich nicht. Ich würde es auch gleich nehmen, damit es schnell weggeht. Jetzt ist auch genug des Guten. Ich habe jetzt echt keinen Bock. Meine Gutbürger, Gutmensch-Phase ist jetzt vorbei. Das ist nur meine, ich bin immer noch krank. Ich muss ja irgendwann auch mal an mich denken, ja? Ich habe nur gefragt, ob du es einlösen kannst. Ey, ich habe immer nur Zeit von. Nee, das machst du jetzt nicht. Das machst du jetzt nicht. Du lässt mich erstmal rausfahren, ey.
noch betreten hier? Kann doch halt nicht sein, oder? Mannes, ich darf dich erinnern, du wolltest mir einen Kaffee kredenzen. Wo ist denn der? Das ist schon wieder hatte. So, ich dachte, ich muss jetzt was gucken. Liebe Leute, wir sind zu Hause. Mama macht eine Suppe, klar. Ja, so fein. Und wenn die Suppe fertig ist, dann wird die essen. Lecker. Genau. Mann, bitte. Mann. Kriegt ihr sonst nichts zu essen? Gibst du mir eine Milch, bitte? Wie, du kriegst sonst nichts zu essen? Ich hab da eingekauft ohne Ende. Zwei Tage habe ich mir eine Suppe angefleht. Hör auf, ey. Bitte nicht. Bitte, ich bin krank. Na, die Hand ist noch gesund. Musst du mich um deine Kinder kümmern? KK. Das sind auch deine Kinder. Ja, das sind ganz schön viel. Ich hab dich so gelobt bei Mama. Und Mama, ach, das ist so toll, was? Dass er das macht. Und da ist, ach Mann. Du hast mich, hast mich voll angemeckert. Die ganze Zeit wurde ich nur angemeckert hier vom Mann. Die ganze Zeit wollte sie ja gerne kommen. Ja. Und jetzt waren die Züge ausgerechnet. Wieso fahren die denn hier? Was ist denn mit da ein toter Landstrich oder was? Streik ist ja auch ein Berlin-Streik. Ach so. Ja, heute fahren die Züge nicht. Ja, ja, diese Woche. Wir streichen jetzt erst. Na ja, das ist ja natürlich schade, ne? Ja. Naja. Naja, wenn sie denn da ist, mal gucken. Kommt sie jetzt nur noch? War ja eigentlich so geplant. Eigentlich wollte ja Oma vorbeikommen. Nee. Nee? Die Züge fahren doch nicht. Ach so, aber ich stell dir mal vor, schon. Ja? Dann könnt ihr jetzt gar nicht zur Schule fahren. Wieso? Weil die Züge nicht fahren. Haben die kein Auto? Ja. Müssen mit Auto fahren, haben die auch gesagt. Aber er ist ja kein Schulkind. Ja, jetzt versteht das nicht. Aber er ist doch auch kein Schulkind mehr. Aber Berufsschule, müsste, meine ich. Nein, ich dachte müsste, Berufsschule. Er müsste eigentlich so mit Auto fahren. Macht er. Aber man hat ihm jetzt verboten, den Motorradführerschein zu machen, weil da so viele Motorradtote sind. Gibt aber auch vernünftige Leute. Wenn die sich einfach mal an die Verkehrsregeln halten würden, würde es bestimmt auch weniger Verkehrstote geben. Mal ich's, ey, brich dir nicht da irgendwas ab, ey. Mal filmen. Warum? Die Klamotte, ob die richtig sitzt. Mann, und das ist voll hart. Kannst du das mal? Mal ich's, was ist das für ein das Obst? Ist Excalibur. Was ist das für ein Obst? Was machst du da für einen Obstsalat? Kannst du mal das Messer ziehen? Ziehen? Naja, so durchschneiden oder so. Es klemmt. Der Sellerie will nicht. Ja, echt mal, der hat sich echt Lukas, George Lucas hat sich so ein Sellerie genommen, weil sie gedacht, ja, passt schon. Falten sind schon da, mach ich nur noch Augen drin. Du meinst Yoda. Yoda meine ich, na klar. Nicht Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Ist doch ganz simpel. Ja, ich habe ja auch schon fast alles geschnitten. Ja, warum machst du denn den Rest nicht auch noch? So nicht Quatsch, mehr. Ey. Hier. Danke. Und zieh mal raus, Oh, riecht das ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Ich hasse Sellerie. Es gibt nicht schlimm. Aber für Suppen ist das unerlässlich. Nee. Das ist nicht. Geht doch ohne. Habe ich schon oft bewiesen. Ja, aber weil du deine Kartoffelsuppe, aber für eine Gemüsesuppe. Oh, ich meine Augen. Ich habe Sellerieallergie. Und sofort schwillt mir das Auge zu. Guck. Guck. Das ist deine innere Abneigung wegen deiner Mutter. Gegen meine Mutter? Wegen deiner Mutter. Was soll das jetzt? Die hat dich mit Sellerie gefüttert. Ich habe gesagt, Eheberatung und nicht hier kindheitliche Trauma-Behandlung. Mutter. Eigentlich liebe ich Marlies ja auch. Nur da ist was dazwischen gekommen. Die Kinder. Kinder, genau. Kinder sind dazwischen gekommen. Ich kenne mich mehr als mich.
Das kann man so nicht sagen. Aber das hast du aber lange gebraucht. Ja, ich habe mir überlegt, wie ich das formuliere. Das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Man liebt seine Kinder anders. Und die rauben unheimlich viel Liebe. Das stimmt. Die saugen einem so die Liebe aus dem Körper. So. Und dann ist man so entliebt am Ende. Und dann sieht man so seine Frau und denkt sich, die Alte auch noch. Die sind ja auch schutzbedürftig. Ja, schutzbedürftig. Ja, ich bin schutzbedürftig vor denen. Das ist doch. Die verkloppen dich immer gleich. Ja, ich werde immer verprügelt. Scully, Mann, nein. Was hat Scully heute Morgen gesagt auch? Keine Ahnung. Achso, Ricardo, guten Morgen, Scully. Und Scully keinen Ton. Ich so, Scully, willst du auch guten Morgen sagen? Nein. Nein. Oh ja. So, das ist gerade ihre Einstellung. Du hast doch eine gute Einstellung. Nein, genau. Sagt Ricardo. Ja, sagt Ricardo. Ricardo ist auch Autist. Ja, das hat tatsächlich die Tanja so angedeutet, ne? Dass der mit Menschen gar nicht gut kann, ne? Naja. Ist ja gut, dann passt ja. Asperger, meinen Sie sie? Asperger, ne? Ja, meinte, dann soll er mal mit Lumi. Die verstehen sich bestimmt. In Eno-Gruppe. So eine Autismusgruppe halt. Ach, die Noah hat sich so gefreut, die Lumen ja zu sehen. Schon beim ersten Mal, wo ich vorbeigelaufen bin, ich sage, na, hallo, guten Morgen. Und Lumen so. Ja. Vorbei. Aber ich habe die beachtet, intensivst. Und so gut, dann blieb sie da stehen am Türrahmen so. Ich mach das auch immer so. Kam ein Kommentar rein. Hallo Tommy, wie immer ein schöner Block. Fahrrad wurde übrigens repariert. Ende vom Lied. Einmal Schlauch. Felgenmann, Kosten 32,20. Mann, was ist da los? Ich muss meine Preise erhöhen. Leute, was mit Felgenmann 32,20? 32. Wofür machst du zwei? Nee, stimmt gar nicht. 18 Euro kostet mit Felgenband. Mit Felgenmann? Ja. Überleg mal, ey. Hallo Mitzi. Das ist schon was. Das ist schon anhänglich bei dir gerade, ne? Ja, na, ich bin da. Ich bin zu Hause. Mhm. Das hat die ja sonst nicht. Das ganze Jahr über bin ich ja eigentlich nicht da. Stimmt. Aber abends ist sie doch immer bei mir. Auch sonst immer. Sommer. Das ist so eine Süße. Die passt so gut auf, ist besser als jeder Hund. Hm. Das ist eine Kampfkatze. Immer noch mal raus und pull das ab. Knochen weg, bin zurück. Mama macht nämlich, mal ich mach dem nicht, was machst du? Hühnersuppe. Hühnersuppe. Eine gesunde, selbstgemachte. Na, gucken wir doch mal, wie du das machst jetzt. So, also was ist drin? Mal ich eine halbe Sellerie? Ja, ich mache einen halben Sellerie. Ich lasse den auch immer groß. Halber Sellerie ist drin. Dann haben wir, wie viel Keulen? Sechs. Sechs Keulen. Dann, Karotten. Einige. Je nachdem, wie karottig man es mag. Und jetzt kommt noch Porree rein. Porree. Na, lass mal das Ganze irgendwie 3 Stunden kochen. Zumindest erstmal in einer Stunde werde ich wahrscheinlich das Hühnchen rausnehmen. Na, dann kocht das ja schon 1,5 Stunden. Wenn wir schon 1,5 Stunden das Hühnchen erstmal vorkochen, dann rausnehmen, dann die Knochen rauspulen, die Knorpel rauspulen, außer man mag Knorpelsuppe. Aber man darf nicht zu lange kochen, das ist das Hühnchen, weil ansonsten zerfällt es schon. Da fallen die Knochen hoch, oder? Ja, das ist dann blöd, da kriegt man es nicht mehr raus. Mach mal Tücher. Was für Tücher? Toilettenpapier. Na gut, dann gehen wir jetzt mal rüber. Ich mach Computer ein bisschen und Marlies macht Schläfchen ein bisschen. Weihnachtszeit, Kuchenzeit. Tommy macht einen Kuchen wieder. Ganz simple Fettbombe, ist überhaupt kein Thema. Kann jeder vertragen. Kannst du nicht so viel Außer Leute mit Herzschrittmacher. Also, folgendermaßen fangen wir an. Wir fangen an mit dem fettleibigsten. Der Buller.
Richtig. 500 Gramm feine deutsche Markenbuddha. Die gute Marke Buddha. Wer kennt nicht die Buddha? Marke Buddha. Unerlässlich der gute Bosch Quirl. Weil ich halt sauber gemacht, jetzt ist er schon wieder staubig hier von Sahne wie sie, wie ich denke. Gut. Wer kennt sie nicht noch, die guten Lux Messbecher? Nehme ich ja sehr gerne. So, zuerst kommt Mehl rein. Dann schauen wir mal hier, wo Mehl steht hier. Irgendwo steht da hier Mehl. Mehl. Mehl, Flor, 200 Gramm. Wir brauchen 500. Gut. Also jetzt kommt noch dazu, ich bin überhaupt nicht bei der Sache. Was brauchen wir? Wo habe ich es hingetan? Süß, ja, ja, süß. So, da haben wir eine Tüte Bakin drin auf alle Fälle. Wir haben zweimal Vanillinzucker drin und jetzt kommt. Jetzt brauchen wir 500 Gramm Zucker in der bis jetzt schon geschmolzenen Butter. Da kommen jetzt 500 Gramm Zucker noch rein. Machst du deine Rosinenkuchen? Ja, der Papa macht deine Rosinenkuchen. Ha. Mami! Die Rosinen. Ich würde extra gekocht. Ich will dir helfen. Nein, kein Helfen. Aber zugucken. Kannst du machen. Hey. Wir haben hier mal einen Rosinenkuchen gebacken. Kannst du dich erinnern? Ja. Aber jetzt machen wir es heute mal auf den Tisch. Das klingt so voll. Ist das Mehl? Ja. Ich glaube, das so erkannt, weil es ist nicht so weiß. Kann ich auslecken, Papa? Anno, darf ich nicht. Mit Mehl geht es ja nicht. Mit Mehl ist es viel zu mehlig. Oder Papa, mit mir ist es nie so mehlig. Oder darf ich nicht ablecken? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, sieben, zwei, acht. Drei, vier, fünf, oh, sechs. Mann. Das ist zu lange dort. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins. Acht Eier. Kannst du den halten? Wen? Die Mitte? Ja, ja. Festhalten. Das ist das erste Mal, dass ich mixe. Was? Ist das erste Mal, dass ich mixe? Aber es ist doch mein erstes Mal, dass ich mixe, oder? Ich müsste das Ei lieber. Also toll, Papa, so mixen mal. Jetzt weiß ich ja, wie mixen überhaupt geht. Oder wenn ich älter bin, so ein bisschen größer, dann halt dir helfen bei Rosinenkuchen. Ja. Weiß ich ja, wie mixen geht. Und wenn wir das so gut machen, können wir halt auch wieder festhalten. Ja. Hast du gemixt? Ja. Weil Papa musste die Eier reintun. Die Eier reingeschlagen, genau. Acht Stück.
500 Gramm Mehl, 500 Gramm Zucker, 500 Gramm Butter, ganz simpel, 8 Eier. Und hier, dann war der Zucker. Vanillinzucker, einmal. Was, Vanillinzucker? Und einmal Bakin von Dr. Oetker. Dr. Oetker? Oh, la, 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 Dr. Oetker ist neu. Dürfen wir das nicht ausstecken? Du testest es erstmal, oder? Wenn du willst, kannst du hier ein paar zum Essen. Yay! Das sind ganz viele große Rosinen! Mama will nicht so viele Rosinen, dann mache ich die Hälfte. Danke. Hä? Danke. Jetzt was müssen wir weiter mischen. Und zwar mit den Rosinen. Zeigt die Hälfte Rosinen reingemacht hier von so einer Packung. Ja, ich hab welche so nassen. Omi hat mal welche zum Naschen. Ich habe mir welche gewünscht zum Naschen. Lecker. Und so sehen sie aus eigentlich. Komm mal. Und so sieht der Teig jetzt aus. Mit den Rosinen. Papa, ich zeig, wie der Teig aussieht. Guck! Also, die Rosinen sind zwar zum Tupfen und der Mecker, zwar der ist so eine Mädchenfarbe. Papa sucht da eben die Form. Müsst ihr auch dem Papa zugucken? Und das war das erste Mal, dass ich gemixt habe. Ich habe das noch nie gemacht und wenn mir wieder so einen Kuchen backen darf, darf ich es noch mal mixen, wo Papa die Eier reinsteckt. Stimmt, oder? Ja. Das ist ein Profi. Das ist mein Profi. Mitzi ist hier. Schwarz-weiß. Ich kann auch. Ich kann nicht suchen. Wir haben ein bisschen Weihnachtsdeko dran gelassen. Das mit den Engeln, Papa, aber das war in unserer Tür. Was? Könnt mich gar nicht mehr erinnern, dass mir schwarz hat die Form. So, dort ist die Form. Und dort kommt jetzt der Teig rein. Ich habe hier immer noch meine Rosinen so nassen. Guck. Rosinen so nassen. Lecker. Doch, Rosinen zum Waschen. Yum, yum. Das kann ich sehen, wie es in die Form reinkommt. Jetzt kommt erstmal Butter in die Form. Da. Einmal kommt Butter in die Form. Das ist die Butter eigentlich, Papa. Hast du sie gesucht? Die wird nicht reichen. Okay, wir brauchen mehr Butter. Es war so schwarz. Wir hatten lange nicht mehr die Form benutzt, weil wir hatten lange nicht mehr einen Kuchen selber gemacht. Weil wir hatten lange geliefert bekommen. Wir wollten auch geliefert. Müssen wir nicht selber backen. Weil so ein Zuckerguss, wir wissen ja nicht, wo ihn zum Kaufen gibst. Oder, Papa? Wo es Kuchen zum Kaufen gibt? Nein, wo es die Zuckerpaste zum Kaufen gibst. Den Zuckerguss, ne, den muss man anfertigen. Ne? Den gibt es ja gar nicht zu kaufen. Wir wissen nicht, welche Zutaten dazu kommen. Ja, aber schon aufgemacht Zucker muss. Aber ich nicht. Ja, aber nicht das, was die meint, den Kuchen, der geliefert wurde. Ach so. Das wissen wir nicht. Das lassen wir lieber die Leute machen. Ach so, nee, das wissen wir nicht. Das ist ja richtig Konditorei. Die haben davon Ahnung, die wissen, wie sowas funktioniert. Das ist schon Ahnung. Jetzt hat Papa schon die Butter denn? Kann ich mal zeigen, Papa? Kann ich mal zeigen, die Kamera? Zeig mal die Form. Ja, warte mal, ich mach. Okay. Zeig mal da. Bleib da, setz dich hin. Ich setze mich jetzt hin und dort ist die Butter drin vermisst. Noch nicht ganz. Aber ein riesen Klumpen Butter. Noch ein Klumpen Butter macht mir. Soll ein ganz guter Kuchen sein. Ich habe immer noch Rosinen. Setzen wir mal hier.
aber verhalte es jetzt weiter. Jetzt wird das gut eingerieben hier drin. Ja. Und jetzt kann eigentlich auch schon... So, jetzt kannst du mal zeigen, wie die Form aussieht von innen. Guck, du siehst jetzt aus mit Butter passiert. Ganz voll. Und da kommt jetzt Mehl rein? Ja. Und danach kommt der Teig rein. Ja, und dann ist der Luftballon, ein weißer Prinzessinnen-Luftballon, der angemalt ist. An der Kirche. Ich halte euch nochmal den Teig. So sieht der so aus. Und zwar mit Blasen. Aber der Teig hat Blasen. Guckt ihr bitte mal den Teig an. Mit Blasen. Mit Blasen? Ja. Das habe ich dann gefilmt. Also Papa tut jetzt mal die Butter wieder rein. Die hässliche Butter, die wir nicht brauchen. Die restliche Butter kommt in unser Butterfass. Hm. Butterhälter. Muss man dann die wegschmeißen? Diese Butter hier, die kann das drin bleiben. Die da rein. Jetzt macht ihr mal weiter. Schon sehr gut. Mehl. Das Mehl tun wir auch noch rein. Und ich bin immer noch nicht fertig mit meinen Rosinen gelassen. Guck, hier kommt Mehl rein. So, jetzt machen wir ein bisschen Mehl rein. Guck, als Trennmittel fungiert das. Das Mehl klappt feststecken. Genau. Das Mehl steckt fest und so kann man den Kuchen hinterher besser aus der Form lösen. Man kann auch... Guck, wie sieht der Kuchen vom letzten so aus. Ganz so weiß. Ich wollte sie eigentlich Kuchenform und weiß, aber ist ja egal, weißes Mehl ist auch schön. Papa macht weiter und weiter. Wir machen es gerade eben, wo Winter ist. So, das ist nicht ganz perfekt, ne? Aber es ist in Ordnung. Jetzt mixen wir nochmal durch. Und das sind jetzt ein paar Rosinenflecken. Das sind Rosinen. Guck, Papa. Dort sind Rosinen, Papa. Tja, und jetzt kommt jetzt das Ganze. Kommt der Teig dort rein. Ich filme mal, wie du den Teig reinzufügst. Genau. Guck, jetzt wird der ganze Teig reingefüllt. So sieht der Teig eigentlich aus. Aber im Ofen wird er ja höher. Ja, da kommt er viel höher. So sieht der Teig dort. Ein bisschen Butter nicht oben, aber das ist nicht viel. Papa, aber hier Achtung. So. Jetzt kommt der Kuchen rein. Achtung. Geht's? Unser Kuchen. Und jetzt? Zu. Machen wir ihn. Und jetzt oben ist er. Kann man kaum erkennen, aber man sieht. Und den kann man ruhig eine Stunde nehmen. Und also gucken wir zu. Bei 200 Grad. Wenn nicht sogar anderthalb Stunden. Das dauert ganz schön lange. Ja, für die Kameraführung ist verantwortlich... Vorbei! Vorbei? Mit, ja. mit Mehl auf der Nase? Da ist Lumi verantwortlich und deswegen ein bisschen hektisch ist das Alten, aber nicht wundern. Und jetzt gucken wir da mal rein in den... Und in sehen, den Ofen. Und sehen noch gar nichts. Aber wenn wir gleich reingucken, in einer halben Stunde, dann sehen wir schon, wie er hochgegangen ist. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir früher dann in der Küche gesessen haben? Bei Oma oder bei Mutti. Und dann immer den Teig naschen durften, der noch so kleben blieb in der Schüssel und am Quirl oder so. Das ist toll. Das ist so ein Kindheitserlebnis. Bei mir wirklich nicht vergessen. Toll. Den Rest lasse ich meinen Kindern. Ich lasse immer reichlich drin, deswegen, weil meine Mutter war immer gnadenlos, die hat immer ordentlich ausgekratzt. Aber das, boah, die ist doch lecker. Damit kann man noch was anfangen. Mm. Mann, der Kuchen sieht ganz magnifik aus. Wunderbar, ich freue mich sehr. Der Kuchen sieht so aus. Sieht sehr lecker aus. Sehr, sehr lecker. Endlich! Kann der Kuchen raus?
So, jetzt aber. Schmeckt mal sehr, sehr lecker. Hallo Nackedei. Papa! Papa, ich mag das Obergeschoss haben. Ich auch. Nur ich. Dann machen wir es eben halb. Nein, nur ich gehe. Das ganze Obergeschoss. Dann krieg ich das ganze Obergeschoss. Dann krieg ich das da unten, das da runter. Skadi! Der Kuchen? Probieren? Nimm mir mal die Klinge. Ich war auch so ein kleines Stück, wie es gerade. Was soll hier? Ich ist bin eins? Nicht so groß, aber. Kannst du abreißen? Nein, ich bin. Schmeckt gut, ob ich dich freut. Ich bringe auf jeden Fall morgen ein Stück Kuchen mit. Morgen ist es alles. Heiß? Musst du essen, ne? Muss nicht sein. Nimm, nimm. Schmeckt sehr gut. Hoffe ich. Ist es fertig? Ich geh jetzt gleich ins Bett, ne? Ich will morgen noch ein bisschen machen. Papa, Papa, ich habe Nistkuchen auf. Ja, nimm mal. Das schmeckt ja auch gut, ne? Meine Glocken sind wieder da. Die Pomade ist raus. Mhm. Tja, das war der Kuchen. 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Zucker, 8 Eier, 500 Gramm Butter. Eine halbe Packung Rosinen oder eine Packung kann man auch hinmachen, dann dauert es noch ein bisschen länger mit dem Backen. Ja, aber dann ist es zu schwer und die sinken alle nach unten und es klebt dann so. Das ist ja das, was manche Leute so mögen. Zum Beispiel ich. Das ist genau das, was ich so mag, dass es so. Ich glaube, was ich überhaupt nicht mag. Ja, mag ich. So ein bisschen fruchtiger ist, wenn man drin beißt. Aber das kann ja jeder nach Geschmack oder ohne oder wie auch immer. 2 Stunden backen. Eine Packung Vanillinzucker, eine Packung Backpulver. Backin. Nimm dir. Ja, oder Papa kann meine Kuchen mehr. Keiner mehr Kuchen? Wir putzen auch gleich Zähne, ne? Ja. Ja, das war's. Offensichtlich, den Kindern hat sie geschmeckt, allen. So, meine Frau hat sie geschmeckt, bis auf die Rosinen, wie immer. Aber ich hab viel gegessen. Toll. Sehr gut. Ach, sieht schön aus. Das ist ganz viel groß. Muss ja aufpassen. Das ist halt, ne? Dann muss ich aufpassen. Ist das süß, oder? Vorsicht, Vorsicht. Schön. Also, ist so groß. Aber das ist ein Finger. Hast du recht. Aber wir sind kein Laufen. So, kann man jetzt noch Zuckerguss drüber machen? Aber das lassen wir bleiben. Ja, ich will eine Größe. Ja, aber das mache ich auch nicht. Papi, ich will größer, ja? Jetzt schneiden wir ihn einmal durch. Wow. Ist jetzt süß, wie sie sich freut. Genau, das ist das auf. Achtung, Achtung. Achtung, ist ganz heiß. Ist ganz heiß. Ich schneide hier ein Stück ab, okay? Finger weg. So, das kannst du schon mal. Aber vorsichtig, ist auch heiß. Nein, nein, das ist klein. Das erstmal. Pusten, pusten. Die ist so happy mit dem Kuchen, herrlich. Ich hab mal aus der Form raus, das freut mich sehr. Mmh. Perfekt. Gut. Macht's gut. Wir sehen uns morgen.
Bis dann. Ciao, euer Tommy.